Hallo ihr Lieben, hier ist die Kiria van de Kamp. Ich bin Coach und Hebamme. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass im Moment alles, was nicht funktioniert, hochkommt, an die Oberfläche kommt, angeschaut werden will. All die Muster in unserem Leben, in unserem Beruf, in unserem Business, in unseren Beziehungen, in unserer Beziehung zu uns selbst, in unseren inneren Strukturen, Mustern, all das, was nicht mehr funktioniert oder was nicht, ich sag mal, nicht hoch genug schwingt, das meldet sich gerade extrem. Ich hatte gestern erzählt, dass ich einen Kaffee-Detox mache. So, dann bin ich in der Mitte. Und das hat mich jetzt echt geschlaucht. Also langsam wird es besser. Ich habe jetzt mehr als 2 Tage echt heftige Kopfschmerzen gehabt und Übelkeit und oh, es hat alles gezogen. Ich habe es so gespürt in meinem Körper, dieses Gefühl eigentlich von Entgiftung, vergiftet sein in meinen Nacken, in meinen Schultern, überall drin. Und das war für mich auch was, was sich so gezeigt hat, als etwas, was nicht mehr funktioniert für mich, ja, was ich verändern muss. Und für mich tauchen viele Sachen auf gerade. Ich finde es gerade manchmal auch echt heftig. Ist nicht so, dass bei mir immer nur alles easy peasy rosig läuft. Auch für mich tauchen viele Sachen auf, Sachen, wo ich auch nicht so gerne hingucke, die nicht funktionieren und wo ich Sachen verändern muss. Und vorhin hatte ich so einen Moment, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann einfach gerade nicht funktionieren, weil ich kann gar nicht gescheit denken gerade mit diesen Kopfschmerzen immer noch. Und da gab es einfach so einen Moment von Surrender, von Hingabe, von Weichwerden. Und das ist was ich mir auf eine Art auch so erlernt habe in den letzten Jahren, dass ich dann irgendwann, wenn ich es merke, nicht mehr weit versuche weiter zu kämpfen, sondern innerlich loslasse und weich werde und da, wo ich es eh gerade nicht verändern kann, in eine Hingabe gehe. Und es gibt durchaus Bereiche, wo Hingabe allein nicht reicht oder nicht die ganze Zeit, wo Aktion gefragt ist. Und es ist manchmal nicht so ganz einfach, so rauszufinden, wo ist der Bereich, wo ich loslassen muss und wo ist der Bereich, wo ich ins Handeln gehen muss. Und ja, mir hilft einfach dieses Weichwerden und eben mir auch Pausen gönnen, nicht von mir immer zu erwarten, dass ich da immer durchpowern müsste. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass ich ein Projektor bin, der so wellenartige Energie hat und mir wird es immer bewusster auch, ja, wie ich dann manchmal in meinem Leben so voll die Powerphasen hatte und Sachen rausjagen kann und dann aber puh, ich habe auch neulich erzählt, dass ich so begeistert gedatet habe, ja, und da merke ich auch gerade ist so voll die Datingflaute, ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr zum Daten, die können mich alle mal, ja, so. Und mir da danke für die Herzen und Daumen, ihr Süßen. Die können mich gerade mal. Und ich bin in meiner Höhle hier. Das ist meine Rückzugshöhle. Ich habe eben gemerkt, ich will mich nur in meinen Kokon legen und in den blauen Himmel gucken. Und mehr will ich eigentlich gerade nicht. Ja, und ihr kennt das sicher auch gerade, es kommt einfach so viel Zeug hoch und es geht darum, in eine höhere Ebene zu kommen, aber es geht auch darum, immer wieder mal innezuhalten und liebevoll und sanft mit sich zu sein. Und oh, es geht nicht darum, perfekt zu sein, wir sind alle nicht perfekt und darum geht es auch gar nicht. Eher so deine Wahrheit in dir zu finden, was für dich wirklich stimmt und nicht, was da draußen von dir erwartet wird oder auch was du im Inneren von dir erwartest, was ich auch gut kenne, sondern immer wieder auch loszulassen. Ja, du wirst jeden Schritt zu seiner Zeit gehen und darauf zu vertrauen, dass was gerade passiert und das, wo du gerade stehst, genau der richtige Moment ist und genau der richtige Ort und genau der richtige Punkt. Auch wenn es manchmal da harte Lektionen gibt, für mich auch. Es gab jetzt die letzte Woche mal zum Teil echt hart, beschissene Lektionen, die ich manchmal lieber nicht nehmen würde, aber sie gehören halt auch zu mir. Und ich sehe die Sachen, wo es wirklich darum geht, auf eine neue Ebene zu kommen, die kommen jetzt hoch, weil wenn ich in der niedrigen Schwingung bleibe da, dann kann ich nicht mit meinem ganzen System da mitgehen. Und auf eine Art kommt ganz viel Licht und ganz viel Energie. Gerade dieser Neumond war extrem für mich. Und wenn ich auf meinem Tonalebene, also auf meiner weltlichen Ebene, die Schritte nicht auch mache, dann kann ich nicht mit meinem ganzen System weitergehen. Und es ist auch okay, wenn ich mal einen Moment merke, geht gerade nicht. Ich muss erst den Koffein detoxen in meinem Körper und dann können wir weiter gucken. Ja.
hoffe, morgen geht's besser. Ich umarme euch. Ganz liebe Grüße.